Herzlich willkommen von WOMO Adventure zum neuen Video. Ja, es geht weiter über den Cedilla Pass runter. Und das war schon ziemlich extrem. Ich drohte da zu kippen. Ja, aber schaut selber rein und viel Spaß beim Schauen und bis später. So, neuer Tag nach dieser Aktion gestern rausziehen. Jetzt habe ich mich revanchiert aus diesem Schlamm. Der steckte noch tiefer im Schlamm wie ich im Sand. Ja, jetzt sind wir hier im Nebel. Sebastian ist jetzt ganz nahe auf einer Piste. Sicher ist sicher, ich stehe hier oben. Ja, wir warten jetzt. Hoffentlich macht das Wetter wieder auf, weil wenn man da hochfährt und nichts sieht, ist auch schade, weil es muss eine wunderschöne Gegend sein mit Alphütten hier. Ja, jetzt warten wir noch ein bisschen. In dieser Zeit tue ich halt Video schneiden. Der Nebel ist leider nicht weg und jetzt warten wir nicht länger. Vielleicht haben wir Glück und oben ist es besser. Wir fahren jetzt noch etwa 600-700 Höhenmeter hoch auf den Pass. Leider hat man jetzt keine Aussicht, weil hier wäre wunderschön ein paar Alphäuser zu sehen. Also richtig üble Piste, wird es auch noch nass. Mal schauen. Die Seezone ohne die Sperren geht immer noch. Dann ist ja gut. Aber es ist schön aus dem Weg. Das ist ja mal eine Piste, du. Und noch im halben Regen. Schnappschlag. Aber sie ist wenigstens befestigt. So, hier kommt ein Stück betoniert. Vielleicht, weil hier so Matsch ist. So Nebelgrenze offenbar. Oberhalb ist natürlich zwar Wolken, aber wenigstens mal der Nebel ist weg. Mal schauen, ob wir wieder reinfahren. Sieht so aus. Gerade eine Alphütte renoviert. Von denen hat es ganz viele traditionelle Bauweise. So eine Alphütte mit Heustock. Jetzt sieht man wenigstens was. Da, wo wir übernachtet haben, hat es ganz viele solche am Hang. Mit Garten vorne dran. Oder? Ah nein, das ist hier immer noch. Ah, hat eben ein paar Fahrspuren drin gehabt. Ich dachte, es sei Matsch, aber es ist immer noch geteert, aber alter Teer. Nicht Teer, Beton. So, der Wassertank ist ziemlich leer, aber ich schleppe kein Wasser nach oben, wenn es Wasser oben hat. Es hat genügend Quellen hier. Deswegen werde ich ganz oben tanken, das macht mich auch ein bisschen leicht. War offenbar die richtige Entscheidung, noch loszufahren, weil hier oben ist die Sicht momentan viel besser. Man sieht ein bisschen was. So, jetzt geht es wieder ein Stück runter, weil der Berg, der liegt erst noch vor uns. Wir haben, glaube ich, sicher noch etwa 500 Höhenmeter. Pause, okay. So, wir sind nicht die einzigen unterwegs. Mit denen geht das natürlich alles ein bisschen besser. Ne? Das sind die heutigen Bauern. Ja, ich glaube, die fahren die Strecke öfters. Die georgischen Bauern heizen da hoch wie die Irren. So, da geht es richtig steil hoch. Wir haben noch gute 6 Kilometer bis zur Passhöhe vor uns.
Und das dauert sicher eine Stunde, wenn wir etwa mit 6 km/h fahren. So waren wir da unten, wo der Grab und die Chips hochkamen. Da, so waren die Straßen da. Total, also total ausgewaschen. Weil du hast ja noch Monsunregen. So, schönes Dorf. Guck mal die Brücke da. Alte Brücke, wunderschön hier und ein paar Pfützen vor uns. Ah ja, dieser Pass ist eine andere Nummer. Wunderschön, der wird eigentlich selten befahren, weil ihn fast niemand kennt. Jetzt mal Selfie von innen, wie der Fahrer und die Beifahrerin durchruckeln. Boah. Wie die Teenie, sagt der René. Ja, sie ist ein richtiger Teenie. Sie macht immer Selfies. Der Weise geht alles noch ohne Sperre. Obwohl es nass ist. Also, es ist noch Luft drin. Also, ein paar Leute wohnen hier tatsächlich. Aber nicht viele. So, jetzt Metallrohre. Was ist da drin? Wasser. Jetzt ist langsam Hochgebirge. Vorher bin ich gerade so knapp. Wo hochgekommen, weil viel Matsch war, tiefe Spurrillen und ich kam da gerade so hoch. Jetzt muss ich da mal die Untersetzung reinmachen, schön gemütlich. Ja, hier ist alles halb so schlimm. Jetzt sind wir, glaube ich, oben langsam. Du lachst noch, obwohl es so ruckelt. Ich habe die Untersetzung drin, kleinster Gang. Das lässt sich fast im Automat fahren. So, wir sind hier weit oben. Wir haben noch 2,5 Kilometer zum Pass und landen in der Kreuzung hier im Dorf. So schaut das aus in den Bergen hier heute. Ein nettes Dorf, leider keine Sicht, weil da hat es einen wunderbaren Ausblick. Wir fahren noch ein paar hundert Meter oder über 2 Kilometer zum Pass. So, die Kleinwagen, die lassen wir immer durch. Die sind ein bisschen schneller wie wir mit unseren Tonnen. Ja, herrlich. Jetzt muss nur noch der Himmel aufgehen. 2200 Meter. Und wir haben noch 180 Höhenmeter. Ja, das ist eine geile Piste, muss ich sagen. Gefällt mir. So, ich tanke mal Wasser. Er kommt nicht um die Kurve. 250 Liter Wasser getankt. Jetzt sind wir 250 Kilo schwerer. So, wir sind immer noch am Pass. Die ganze Nacht hat es durchgeregnet und es ist alles nass. Aber wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück. Ich hoffe, es ist nicht allzu rutschig. So sieht es heute Morgen am Chialpa Pass aus bei uns. Es ist total neblig. Null Sicht.
die ganze Nacht geregnet. Ja, die Straßen oder Wege sind jetzt wahrscheinlich auch ziemlich nass. Aber es gibt hier auch Schutzhütten, so wie wir es bei uns aus den Alpen kennen. So, da gucke ich jetzt mal rein, was man denn da für einen Service hat hier. Ja, der Service ist vor allem sitzen können, Schutz haben vor dem Wetter und es ist Feuerholz vorbereitet. Das ist ja echt stark, sodass man hier immer Feuer machen kann und sich wärmen kann. Und außenrum die Wände aus großen Steinen. Schon echt gemütlich, ja, wenn man sich vorstellt, wie das Wetter gerade draußen ist. So eine scheiß schräge Kuppe, schräg. Das ist immer das Schlimmste. Durch den Schlamm, Schräglage. Leicht gerutscht, es hat nicht mehr viel gefällt, es ist extrem hier. Ich meine, das hier geht, das ist fester Boden, aber Schlamm ist immer scheiße. Ja, noch nicht aus der Risikozone raus. Wenn es trocken ist, ist das alles anders, aber wenn das so nass ist, die Menschen gehen da halt zu Fuß. Also da braucht man ganz schön Nerven wie Stahlseile. Eigentlich habe ich die nicht. Aber was will ich machen? Ich muss durch. Uiuiuiuiui. Wer ist neu, du? Aber rechts ist Platz. Kannst du so weit wegfahren, wie du meinst, sagt der Tom, Platz ist okay. Gut. Gut. War gut. Gut? Ja, ist gut. Gut, muss er links schauen. Gut? Ja, ja. Er ist viel näher durch wie ich. Mit dem Fahren noch ein bisschen Ausblick genießen. Guckt euch das Dorf an. Die Häuser stehen in Reihe. Ja, jetzt erreichen wir dann bald die Waldgrenze. Dann kommen noch die Äste. Als zusätzliches Hindernis. Oh, ein paar Häuser. So, wir sind in voller Schräglage und wir fahren über ganz runter in den Matsch, bevor wir rutschen. Leck da so weiter rein, leck da oben. Fast ab im Matsch und der Sebastian lacht sich halt tot. Was soll ich da machen? Ich hab gemerkt, ich rutsche so oder so, also gehe ich gleich rein. Wir kämpfen hier gegen die Schräglage und die Kühe schauen zu. Oder was weiß ich, ey. Ich dachte schon, es gibt ein Problem. So, kurze Erholungspause und natürlich auch die Aussicht genießen. Da unten ist das Dorf, da müssen wir dann runter. Ja, da braucht der Fahrer Nerven wie Drahtseile. Bei so einer Piste ist das echt ein Acker. Schräglage ist das Schlimmste, was man haben kann. Frage, wo durch, ey? Mehr rechts da drüben ist mehr Schotter, oder?
Weil der links da geht so. Ja, ja, ich fahre glaube rechts, er ist da links durch. Also ich jetzt noch nicht, aber weil es so ruckelig ist, aber da. Ich fahre da rüber. Da ist tiefer Matsch, aber ich kann reinfahren. Versuch, ja, darüber zu kommen. Darüber, mehr rechts da, so. Schilder rechts. Ja, er rutscht hinten wieder. Also Schlamm ist das Schlimmste. Aber solange man nicht wegrutschen kann, den Abhang runter, macht mir jetzt das nichts aus. Aber wenn natürlich ein Abhang da ist, dann ist das eine andere Nummer. Dann wäre das jetzt zu gefährlich. Eine andere Spur. Er nimmt manchmal die ganz schräge, aber ich muss auf meinen Fallwinkel oder Kippwinkel, wie man den nennt, aufpassen. Ui, ui, ui. Das ist Nackre. So, ich gehe da rechts rüber. Weil runter geht es automatisch. Ja, so sieht das aus von hinten. Da sind wir schon durch. Es ist eine einzige Schlammschlacht. Ja. Wir werden bestaunt mit unseren Matschreifen. Wie geht's? Schlecht. Schlecht? Oh. Wo ist im Weg? Empfangskomitee, wir werden schon bestaunt und begutachtet. So, das Haus vor uns, das ist mal eine Isolation. Boah, das war was, ey. Das, jetzt sind wir da geschlittert, also geslidet eigentlich, aber hier ist nicht schlimm, weil es ist gerade. Aber wir sind da echt geslidet, kann man sagen, einfach rechts weggedriftet. Aber ja, war spannend, hä? Rutschparty, ja. Aber ja, ist nicht ganz ohne jetzt. Da vorne kommt ein großes Dorf. Wie heißt das? Weißt du noch? Muss ich nochmal schauen, mit B fängt es an. Ja, ich hoffe, wir haben das Schlimmste hinter uns. Weil, ja, mein Puls schlägt. Tak, 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 tak. Ach, okay. Der Fahne ist ein Dreck. Jetzt geht es weiter. So, die Elli ist mit mir im Dorfladen. Da gibt es alles, was man braucht hier im Dorf. Selber gemacht, Kelly. Ja, das und wir haben für den René ein paar Socken gekauft. Als ob ich keine Socken ja, hätte. Socken, als ob du keine Socken. Ich laufe wie immer mit Socken und Löcher rum. Ja, ja, alles gut. So, das ist der Dorfladen. Wow. So sieht das oben auf den Bergen auf. Man kriegt alles, das Nötigste. Hallo Kinder. Die verstehen mich natürlich nicht. Hallo. So, René muss mal prüfen, ob es da noch mehr gibt. Da gibt es echt alles. Ja, das ist der Dorfplatz hier.
Da vorne ist wahrscheinlich der Kiosk. Wenn mal ein Fest ist, kann man da vielleicht was zu trinken kriegen oder so. Das Ganze auf Georgisch. Es ist wie eine andere Zeit. Ja, hier gibt es sogar eine zweispurige Dorfstraße. Oh, wir haben eine kleine Zuschauerin, die uns bewundert. Top moderne Brücke, es geht aber extrem steil runter. So, für einen kurzen Moment gleich ohne Geholper. Durchatmen. Geht ja wohl an. Das ist schon. Mann, oh Mann, du. Der Böschungswinkel ist da wichtig. Alles ausgewaschen. Links geht eine alte Holzbrücke rüber. Am besten unterwegs, wenn ich mal ehrlich bin. Wenn mich jetzt jemand fragt, fährst du mit dem Auto oder mit dem Pferd, dann würde ich sofort das Pferd nehmen. Ja, ja, ich muss den anderen Weg wählen, wegen Stromkabel. Ich hoffe, da vorne ist deines. Auf den Matsch die Räder schon, oder? Fahrzeug, hey Mann, ey. Stock und Stein. Was haben wir jetzt für eine Reisegeschwindigkeit? 1 km/h, oder? Vermutlich. Ja, vielleicht 2 km/h. Jetzt kommen die Bäume als zusätzliche Herausforderung. Toll. So, da unten ist die Zivilisation wieder mal. Ich hoffe, nachher haben wir es geschafft. Geschafft mit guten Straßen. So, ich habe den überholen lassen. Die fahren mit jedem Auto da hoch und runter. So, hoffentlich die letzte steile Kurve. Sebastian, der Instagrammer, immer wieder anhalten, Fotos machen. Soll ich auch so ein Foto machen? Nee. Doch, du stellst dich da auch hin und ich mache das mit dem schönen. Ja. Ja, ja. Toll. Ja, nein oder ja? Nee. Nee. Rechts oder links ist die Frage, er fährt rechts. Also ich fahre runter durch, weil bei ihm kommen tiefhängende Äste. Dafür muss ich hier in den Acker, Bachbett oder was das ist. Eieiei. Jetzt gibt es eine Verbindung. Ei. So, das ist ein größeres Dorf. Ich rechne da ab da unten mit einer guten Straße. Wir sind noch 300-400 Meter. Da unten ist schon das Empfangskomitee, die Kinder. Wie im Skiurlaub irgendwie. Nur ein bisschen Zeit zurückgesetzt. Das ist Bacmaro jetzt hier. Bacmaro, genau, wir sind in Bacmaro. Ist wohl auch Ausgangsort für Skigebiet. Und hier, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh Mann, das war ein Ding. Hey. So sieht ein Skiort auf Georgisch aus. Krass. Die letzten paar Meter schlechte Straße. Und ab jetzt ist sie gemacht da vorne. Nicht genug. Wir haben da super Straße, aber irgendwie
müssen wir noch. Da brauchst du nicht noch ein paar, da steht das Wasser da drin. Ein bisschen. Da gehst das, runter. Das Wiese. Ausklingen lassen, das Offroad-Abenteuer noch durch dieses kleine Flüsslein durch und dann irgendwo einen Pausenplatz finden, ja. Jetzt, wo meine Räder sauber sind. Der René kann wieder Scherze machen, jetzt ist die Anspannung weg. Ja. Kommt wieder eine Schlammschlacht. Latino-Musik in Georgien, mitten in den Bergen, im ganz einfachen Bergdorf. Voll krass. Das ist ein Ort der schrillsten Kontraste. Vom einfachen Häuschen, ganz schlicht, bis zum modernen Designerpark. So, das war es wieder. Das war Action Power und ich kann euch sagen, manchmal hat das Herz gebebt, wie das so ist. He? Also, schön wart ihr dabei. Daumen hoch, Abo, die neu dazugekommen sind, wenn ihr wollt. He? Okay, dann bis zum nächsten Video und bis bald. Tschüss!